Okay. Now try going higher with... was? Two block jumps. Okay. Das sind aber keine zwei block jumps. Doch. Eins hoch, eins links. Oder eins vorwärts. Achso. Sweet! Neck jumps are long, you can sprint, but... it's actually possible to make these without sprint. Okay, try it. Hold shift when you land, because you may not fall off. Hau mal bitte ab. Jetzt hab ich wieder mit... ich hab wieder mit Leertaste angefangen zu springen. Das ist mir auch mal passiert, als ich mir wieder kurz eingewöhnt hab. Och nö. Oh, das ist doch doof. Warum hab ich da auf einmal Leertaste gemacht? Du hast halt den Daumen halt auf der Leertaste liegen, deswegen macht man es meistens automatisch. Ja, irgendwie schon. Jetzt hier aber habe ich mir komplett abgewöhnt. Aber mit rechter Maustaste ist es ein bisschen einfacher, oder? Du kannst besser timen, würde ich jetzt mal sagen. Ey, es wird Zeit, dass ich mir einen Ventilator kaufe. Ey, es ist so warm. Aber ich habe einen Wetterbericht gehört. Ja. Hab ich den Ventilator zu mir genommen, weißt du, ich sitze da ungefähr 3 Stunden da einfach nur rum, schlaf da und der Ventilator pustet mich die ganze Zeit und mir ist trotzdem verdammt heiß. Doch Schule? Weißt, ja. Okay, hier ist nicht wirklich Schule, aber ja. Ich dachte, du hast derzeit noch nichts weiter. Ja, ja, also das ja? So, nein, das will ich jetzt nicht auf dem Stream sagen. Auf der Aufnahme. Genau, das mit dem Stream kannst du mal ganz kurz erwähnen. Ja, also immer wenn wir aufnehmen oder halt Aufnahmesessions machen, werde ich nebenbei Stream aufmachen. Den Link wird Markus dann in Beschreibung von dem Infovideo machen. Meh und so. Ja, das kommt glaube ich sogar vor dem ersten Part hier raus. Von dem Let's Play, oder? Mit was? Das Infovideo kommt ja vor dem ersten Part von dem Let's Play hier raus, oder? Richtig, ja. Gut, und jedenfalls da ist dann halt der Link zu dem Stream und immer, wir werden meistens wahrscheinlich 21 Uhr, 22 Uhr aufnehmen, richtig? Ja. Schaut da einfach mal vorbei, mal so jeden Tag. Wenn nichts da ist, dann tun wir nicht aufnehmen. Wenn was da ist, dann kann man schon mal vorzeitig schon sehen, was in YouTube dann hochgeladen wird. Ich habe vorhin auch im Infovideo erwähnt, war ja wahrscheinlich keine, große Schwierigkeit, zum Beispiel, wenn man das jetzt, du hast Twitch, genau, wenn man das denn streamt, da gibt es ja auch eine Chat-Funktion, ja? Man kann ja da auf Fragen eingehen, man kann ja auf Thematiken eingehen und. Ich kann nebenbei dann einfach offen halten, dann kann ich ja zum Beispiel die Fragen sagen zu dir. Richtig, aber ich meinte auch den Chat irgendwie aufnehmen, da ich den im Video dann irgendwo unten zum Beispiel einblende und so, dass man halt, ne, sieht, ja. Zum Beispiel alles. Aber halt natürlich nach so, bestimmten Markus. Kriterien, Regeln, ja? Du schaffst es irgendwo, ich glaube an dich. Danke. Ups. Erstmal runterlaufen. Also der Chat ist voll mit deinen Toten. Genau, Todeskonter. Nein, es gibt natürlich dann bestimmte Kriterien, von wegen, ne, keine bösen Symbole reinmachen. Das ist ja, glaube ich, gibt da. Keine Beleidigung, keine fette Schleichwerbung. Zensieren. Genau, zensieren würde ich ja dann. Ich shifte nie. Ich shifte eigentlich nie. Du musst da nicht shiften. Ja, aber manchmal würde es mir echt ein Leben retten, weißt du? Wie oft ich schon über den Block rübergegangen. Jetzt fange ich mal an, mit Leertaste zu springen. Ich könnte mich kreuzigen. Apropos, es ist Andres Zauber, ja. Für die, die jetzt irgendwie meckern. Fragen. Was ist das für eine. Hä? Hast du mich jetzt eben springen sehen? Nein. Ich bin aber eben über Lücken drüber gegangen. Ja, manchmal passiert das, wenn es nur eine Lücke ist. Man kann nicht über eine Lücke laufen, geht nicht. Nein. Ich hab's auch vorhin die ganze Zeit in manchen. Ich war jetzt auf jeden Fall voll confused. Warum? Hä? Wie was? Wir könnten auch zum Beispiel auch mal machen. Nach der Parcours-Map könnten wir auch mal, wenn irgendjemand Lust hat, dass er mitmacht. Vielleicht so. Ich kann den Server für 10 Leute ungefähr hosten.
Sportfach, Lieblingsfach? Also mein Lieblingsfach, das ist, war das Fach, das gibt's so ziemlich überall. Hier Schlaf. Ist Pause. Ah, so. Ja, das gibt's wirklich auf jeder Schule, schon. Alter, ich blamier mich voll hier, ein bisschen geht nicht mehr. Ja, okay. Ja, na ja, ja, gut. Lieblingsfach war Pause, okay. Hassfach war? Alles. Ja, du sollst mal eins nennen. Begrenze dich auf eins. Ich hatte kein Hassfach, weil ich immer geschlafen habe. Auch in Sport? Nee, da hatte ich immer kein Sportzeug dabei, deswegen habe ich schon geschlafen. Ich soll dir einen Gruß von meiner kleinen Schwester sagen. Echt jetzt? Ist ja süß. Schönen Gruß zurück. Wie alt ist sie? So. Du schreibst mit ihr? Ja. Jetzt habe ich den Sprung gefällt, warum auch immer. Oh Gott. Die ganze Zeit schreiben hatte ich. Nein! Rausgebracht. Aber das schon wenig geschafft. Ja, ich war ganz weit. Ich komme wieder zu. Junge, Junge. Oh nein. Wo schreibst du denn mit ihr? Das ist geil. Wohnt die nicht bei dir? Nein. Wo wohnst du und wo wohnt die? Die ist nicht meine richtige kleine Schwester. Ach so. Wie heißt sie denn? Darf ich nicht sagen, sich zu schüchtern. Sie mit Anfangsbuchstaben? YouTube sein. Nein, das sage ich dir nicht. Sie will nicht in YouTube sein, ne? Ihr Namen gibt's naja, bestimmt 30.000 Mal. Ich hab sie mal aufgenommen, hab's dann in YouTube reingestellt und es hat dann um die 200 Aufrufe bekommen in 3 Tagen. Hab's dann aber dran gelöscht. Wie hieß das Video bitte schön? Kleines Girl nackt oder wie? Oder nein! Was? Ich glaube, das hieß irgendwie so. Tschu, so hieß das. Tschu. Yeah. Und so heißt sie, oder? Also, ich tu mal den Chat vorlesen. Homer fell from a high place. Homer fell, Homer fell, Homer fell, Homer fell. Oh, noch ein Homer fell, Homer fell, Homer fell, Homer fell. Mein Wunsch, wie ist richtig. Nur gut, dass ich das nicht drin war. Ich habe ja 95 hinten dran. Du bist ein Spast. Du bist ein Spast. Du hast ja vorhin gesagt, du willst keine. Ich sehe da hinten welche. Ich sehe keine. Ja, ich habe auch ziemlich weite Renderdistanz. Na, ich habe Fahr. Das reicht mir. Ah, los geschafft. Warte mal, ich muss mal ganz kurz Hände irgendwie abwischen. Schon so schön ver. Was? Ja, so schön verschwitzt, das reicht. Oh, sie hat mir geschrieben. Nein, schon wieder der gleiche Fehler. Ich bin zu früh gesprungen. Nein, nein. Ach, André, wie weit ist das denn noch? Oh. Keine Ahnung. Ach, das geht ja dann noch ein ganz schönes Stückchen. Oh, Halleluja. 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 Du kannst ja den Chat mit ihr vorlesen. Also, okay, warte. Ach, warte, schaut sie den Stream gerade, oder wie? Springen. XD. Er ist ein Idiot. Soll ich ihm groß sagen? Wenn du willst. Er sagt, ist ja süß. Groß zurück. Danke. Mach Stream an, ist an. So. Also, sie hört gerade zu, ja? Hä? Also sie hört gerade zu, ja? Wahrscheinlich. Schreibt sie mir wahrscheinlich gleich ins Skype. Hallo, 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 kleines Mädchen. Dessen Namen ich noch nicht erfahren darf. Dein Alter natürlich auch nicht. Deine Herkunft auch nicht. Kommst du vom Planeten Erde oder von Mars? Sie ist von Venus. Ach, Venus. Jungfrau. Was? Was? Hat sie gesagt? Nein. Hast du gesagt? Ja. Hat sie gesagt? Nein, hab ich gesagt. No, schon wieder zu früh, Mann. Weißt du, da will ich endlich mal weitergehen, aber nein. Okay. Also, du hast es geschafft.
ein kleiner Aufruf an alle, die überhaupt noch hier gerade zuschauen. Ihr könnt ja gerne auch mal die Map irgendwie downloaden. Parkour School Map heißt die. Müsst ihr mal googeln, ne? Google ist euer Freund. Ich stelle jetzt keinen Link irgendwie zur Verfügung. Und schreibt mal, wie lange ihr eigentlich für den kompletten Parkour gebraucht habt. Sie kennt dich sogar. Ach, sie kennt mich? Ja, sieht man mal, ja, hier, YouTube, ich bin bekannt, berühmt. Aber es ist nicht das erste Mal, dass ich irgendwo erkannt wurde. Hat sie geschrieben. Okay, ich weiß nicht woher, aber gut. Da kann ich jetzt zum Beispiel mal erzählen, eine beste Freundin von mir, in Real Life, die hat damals mal ein Let's Play... Doch. Die hat damals mal ein Let's Play gesucht gehabt, zu der Parte 2. Die wusste nicht, dass ich Videos mache für YouTube. Das ist ja schon über 2 Jahre her, dass sie mich da gefunden hatte. Und ja, sie hat auf jeden Fall Let's Play gesucht und hat mich gefunden gehabt. Dann hat mich angeschrieben, ey, ich schau gerade ein Video von dir. Ich so, hä, was, Video? Ich wusste nicht, was sie will, weil ne, es ist für mich nicht wahrscheinlich, dass die mich findet. Und da war noch eine andere Sache, als ich noch halt da eine Ausbildung hatte bei Stelle Punkt 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 und wir da so ein Seminar hatten in Lippstadt. Da war sie auch. Sie kennt dich durch mich. Also, da hat man ein Seminar und musste uns natürlich am Abend am Tisch da jeder vorstellen und da kam auch einer an. Deine Stimme kommt mir bekannt vor. Machst du Videos für YouTube und so? Da hab ich mir gesagt, ja, auch. Der hat mich dann durch einen anderen, größeren Let's Player mal durch einen Kommentar angeschaut gehabt. Du hast es geschafft. Okay, mein Gadget. Warum, da geht's ja noch weiter. Das ist ja nicht geschafft. Oh, ich bin selber runtergeflogen. Fuck, das lags. Aber ich bin ja schon froh. Die ersten paar Sprünge jetzt... Du hast sie aus der Kontaktliste geschmissen. Hab ich? Ja. Wie kannst du nur? Sie ist so süß. Frag sie mal, ob sie mal bei Sims 2 dabei war. Nein, sie hat noch...